Hallo, grüß euch, meine Lieben. Wieder mal zurück auf meinem wunderhübschen YouTube-Kanal von Klein Marketing Consulting. Ja, ich habe euch ja versprochen, pünktlich zu meinem 50. Geburtstag, juhu, endlich ein halbes Jahrhundert, mal so meine Haare richten hier, ein Video zurück und zwar, ja, zum Thema natürlich wie immer Kundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses. Also letztendlich hatte ich auch letztens wieder einen Input, ja, also was ist eigentlich Skalierung, ab wann soll man skalieren und so weiter. Und dann sage ich immer, gut, Skalierung ist eigentlich alles, ne? Also sobald ich, wenn ich meine Nichte anrufe und sage, kannst du für uns ein paar Fotos machen, dann habe ich bereits skaliert im Grunde, ja, weil ich die Fotos einfach nicht mehr selber mache, sondern eben jemand anders für mich. Ja. In dem Fall ist es ja auch mehr oder weniger zwangsläufig notwendig, denn von sich selber Fotos machen ist ja auch ein bisschen schwierig. Aber nochmal zurück zum Thema, und zwar, was habe ich jetzt gelernt, nochmal diese Woche, Halbzeit heute, ja, mal eine Sondervorstellung hier auf YouTube wegen meinem Geburtstag, habe ich ja versprochen, aber letztendlich nochmal Revue passieren lassen, die letzten paar Tage, da habe ich also nochmal feststellen müssen, dass der Schwerpunkt, sag mal, wenn wir jetzt halt insgesamt Thema Vertriebsfunnel, ja, also letztendlich die unterschiedlichen Phasen uns anschauen, also erstmal Lead-Generierung, kalte Kontakte, völlig egal, wie die zustande kommen. Darum sollte es in diesem Video jetzt mal nicht gehen, also beziehungsweise es soll in diesem Video nicht darum gehen, ob ich jetzt halt Kaltakquise ganz vorne mache oder meinen Fokus auf Facebook-Werbung lege oder meinen Fokus auf Instagram-Werbung lege. Im Übrigen habe ich jetzt auch hier einen Instagram-Experten. Ja, also das ist auch nochmal ein Thema, wo wir uns vielleicht demnächst auch nochmal widmen werden, auch auf YouTube, bezüglich B2B. Das ist nämlich eine sehr knifflige Geschichte, weil sich halt auf Instagram auch viele B2Cler rumtreiben und alles Mögliche dazwischen, wie man jetzt letztendlich Instagram auch verwenden kann für B2B und etwas hochpreisigere B2B-Geschichten. Achtung, wo man nicht unbedingt direkt mit dem Entscheider oder alleinigen Entscheider in Kontakt tritt, also ein Lead generiert. Ja, also das heißt, also schon etwas die komplexeren Geschichten, da wo einfach mehrere Entscheider dran sind. Und das ist natürlich also nicht auch die B2B-Geschichten, wo es ein bisschen mehr Asche geht insgesamt oder zumindest sehr häufig und auf der anderen Seite letztendlich auch ein bisschen komplexer ist und deswegen auch viele davor zurückschrecken. Und das ist ja genau unsere Nische, da passen wir perfekt rein. Wir lieben die Herausforderungen, ja, also wenn wir irgendwie zwei, drei Entscheider auf einmal haben und letztendlich nie genau wissen, wo hängt es denn jetzt genau und das eben rauszufieseln, das rauszufummeln, ja, ist es jetzt der Einkäufer, der sich querlegt, ist es jetzt die Projektleiterin oder ist es jetzt der Head of IT oder ist es jetzt der CEO oder wer auch immer, ne? Also ganz schnell geht es in drei, vier, fünf Leute, die dann irgendwas zu sagen haben, teilweise sogar firmenübergreifend, wenn es darum geht, dass es Tochter, Firmen, Konglomerate gibt oder Aufkäufe oder Übernahmen, auch sehr verstärkt aktuell in Deutschland ganz besonders, ja. Muss man echt so sagen, in Deutschland wird halt sehr stark aktuell auch aufgekauft, übernommen und unterschiedlichste Investoren schlagen da aktuell zu, weil halt einfach die deutsche Wirtschaft insgesamt schwächelt und immer da, wo es Rezessionen gibt oder sagen wir, wo es ein bisschen schwächelt in den Regionen, da werden natürlich die großen Investoren teilweise auch sehr hellhörig, weil es dann eben unter anderem auch auf Schnäppchenjagd geht. Schnäppchenjagd, nicht Schnäpfchen, Schnäppchenjagd. Nein, Schnäppchenjagd. Und wie sieht es aus, Schnäppchenjagd? Nur ganz kurz in der Nutshell. Letztendlich, ja, es gibt große Konzerne, die einfach aufgrund Energiekosten und allen möglichen Standort und so weiter, Personalkosten, Steuern, dies, das, jenes, einfach Probleme haben. Ja, die haben dann eine Vielzahl von Unterfirmen, also sogenannte Tochterfirmen, die aber teilweise in sich geschlossen hochprofitabel sind. Und dann wird eben, wenn die eben dann an Investoren sozusagen verscherbelt. Ja, da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten und so weiter, will ich jetzt nicht weitergehen. Also in dem Fall, okay, es gibt also da, wo viel Rezession, viel bergab geht, gibt es auch gleichzeitig immer viel bergauf Potenzial und Schnäppchenjagd. Ja, nicht Schnäpfchen, Schnäppchen. Schnäppchen. Ja, okay, wir wissen, was ich meine. Und letztendlich habe ich mich jetzt wieder versprochen, okay, also letztendlich Kundengewinnung, ja, ganz vorne, wir haben einen Haufen Leads. So, jetzt sind wir schon so weit, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt nicht mehr quasi Top of the Funnel, sondern schon Mittelfunnel, ja, dass wir haben schon die ersten Gespräche. Das heißt, wir sind jetzt quasi schon im Kundengespräch, im Videogespräch, Teams, Google Meet, Zoom Call, das sind so die drei häufigsten. Ja, egal wo, auch immer, aber darum geht es jetzt. Und da wird halt häufig, und warum ist es so wichtig? Weil
meiner Meinung nach wird auch viel zu viel da draußen und so werden auch die ganzen Agenturen positionieren sich sehr häufig also auf diese ganze Lead-Gewinnung und so weiter. Dann einige positionieren sich noch so ein bisschen am Mittelfunnel und dann aber ganz wenige so am Ende-Funnel. Das warum? Weil dort letztendlich nochmal ganz andere Skills setzt, die man nicht so gut skalieren kann als Agentur, ja, als Dienstleistung oder als Externalisator, letztendlich ja, zum Tragen kommen. Zum Beispiel Negotiation, also Verhandlungsgeschick und so weiter, ja. Zwischen den Zeilen lesen, also all die Dinge, die also mich persönlich auch sehr stark ausmachen, dass ich sage, okay, wann sage ich was, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Tonfall, na, halte ich mich jetzt besser zurück und so weiter. Da lässt sich sehr vieles nicht standardisieren, weil es einfach situativ ist. Also letztendlich geht es um situative Verkaufsskills, die situativ angepasst werden müssen, ja. Und die immer innerhalb eines Frameworks natürlich stattfinden, dass man auch jemanden beibringen kann. Das kann ich auch meinen Kunden beibringen. Aber viele, selbst wenn ich ihnen beigebracht habe, verstehen es trotzdem noch nicht, weil sie einfach diese Fingerspitzen, diese Fingerspitzen, wie sagt man jetzt das? Spitzfindigkeit nicht haben, quasi in ihrem Koordinatensystem, sage ich halt immer. Ne? Also jeder Mensch hat so ein gewisses Koordinatensystem, das heißt, also, kurzes Beispiel, wir sitzen gemeinsam in der U-Bahn, gegenüber sitzen uns drei weitere Leute und ich nehme die drei weiteren Leute komplett anders wahr, wie du, wenn du neben mir sitzt zum Beispiel. Ja? Den einen, den ertrage ich gar nicht, weil er irgendwie so komisch riecht. Du riechst es gar nicht, weil ich habe einfach ein anderes Koordinatensystem. Meine Sinne funktionieren anders. Ich rieche sehr, 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 sehr gut. Ja? Also ich könnte eigentlich auch so ein Parfümeur werden oder irgendwie sowas oder so ein Gaumentyp, na, der irgendwie Weine kostet und sowas. Na? Also das ist alles so Dinge, wo ich extrem sensitiv bin. Ist extrem sensitiv. Ja? Also ich kann teilweise Gerüche wahrnehmen, die nimmt vielleicht noch unser Cocker-Spaniel wahr, aber halt kein anderer Mensch mehr. Und dann jemand anders wieder, nimmt wieder andere Dinge wahr und so weiter. Ne? Also jemand anders ist wieder gut in Mathematik oder was weiß ich. Ja, auf jeden Fall, das ist sozusagen der Punkt, dass wenn man dann in diesen Gesprächen ist, und darauf will ich jetzt hinaus in diesem Call, in diesem Video, die Dinge, die Fehler, die man eben in der Mittelfunnel macht und am Ende des Funnels sich potenzieren und zwar massiv. Und das ist der Hauptgrund, warum ich dieses Video mache. Also nochmal zum Verständnis. Wenn du vorne in der Kaltakquise, in der Lead-Generierung, Facebook-Werbung und so weiter, mal ein Lead verbrennst, ist nicht ganz so schlimm. Wenn du jetzt mal angenommen, jetzt halt mal eine kurze Rechnung, 10% Conversion-Rate hast von Lead-Generierung zum Erst-Call und du verbrennst dann ein Lead im Erst-Call, dann hast du hier Faktor 9, ist der Fehler 9-mal schlimmer, als wenn du den Lead ganz vorne verbrennst, ja. Weil du hast ja bereits die Conversion hinter dir und bereits sozusagen diesen Faktor 9 musst du mit einkalkulieren. Ja? Also du hast ja quasi sozusagen hier quasi schon 9-mal mehr investiert in der Gesamtrechnung, um überhaupt in den Genuss zu kommen mit dem Lead, also mit der Opportunity vis-à-vis, also quasi im Face-to-Face im Gespräch zu sitzen. Und wenn du da Fehler machst, ist es eben 9-mal schlimmer. Jetzt, wenn du quasi vom Erstcall zum Zweitcall nochmal eine Conversion-Rate hast von, ich sag mal, 50% und machst dann da einen Fehler, ist es quasi 18-mal schlimmer, als wie wenn du es ganz vorne den Fehler machst, ja, dann Lead verbrennst, ja. Und so potenziert sich das eben hinten raus. Das heißt, wenn du kurz vor der Unterschrift irgendwie in einen fahren lässt und der Kunde verweigert dir die Unterschrift, dann ist es halt maximal schlimm, ja, sozusagen, ja, jetzt mal ganz banal ausgedrückt. Also letztendlich war es ein bisschen witzig gedacht, ja, okay. Und da sind immer so Sachen, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ganz, ganz klar, ich bin jetzt zum Beispiel Dienstleister, so, biete Softwareentwicklung an und dann habe ich zum Beispiel im Call, ja, habe ich das so weit erarbeitet, ich bin jetzt zum Beispiel im ersten und zweiten Call, habe so weit erarbeitet, dass ich sage, okay, wir bieten jetzt, ursprünglich war das Ganze nur für einen Manntag gedacht, sagen wir mal dreiviertel Jahr, insgesamt Auftragsvolumen 250.000 Euro, jetzt sagen wir mal, also wir rechnen jetzt mal von 9 Monaten, also die Kalkulation mal 1.000 Euro pro Tag, dann kann man mal sagen, okay, dann haben wir das quasi schon so weit erarbeitet, dass wir sagen, okay, ja, eventuell ist das Projekt doch größer, schauen wir mal, dass wir irgendwie 2, 3 Leute vielleicht unterbringen und sind dann schon im zweiten Call so weit, dass wir sozusagen diese als Paket präsentieren wollen und ein Paket draus schnüren wollen, ja.
Und dann jetzt zum Beispiel jetzt wieder so mal abzuweichen von einer mehr oder weniger Vereinbarung, die oder von Eckdaten, die bereits eruiert worden sind im Erstcall, ist zum Beispiel ein großer Fehler, weil das wieder Verwirrung auslöst. Also es gibt da so ein paar Nuancen, so ein paar Details. Ja, ich möchte jetzt nicht weiter ins Detail wirklich gehen, weil es halt wirklich schon teilweise wirklich Insider-Informationen sind, die ich auch so eigentlich gar nicht wahrscheinlich besprechen darf. Aber letztendlich geht es darum, dass man, wenn man jetzt sagt, okay, wir ausklamösern irgendwas im Erstcall. Ja? Also das heißt, der Kunde ist jetzt in gewisser Weise gefremd worden von uns. Und dann sind wir jetzt quasi im dritten Call und dann geht der Frame wieder irgendwie, weicht er wieder von ab, ne? Weil zum Beispiel mein Kunde jetzt hat im Gespräch sich irgendwie unsicher ist von irgendwas und so weiter. Ja? Dann wäre das einfach Verwirrungsfaktoren, die insgesamt wieder negativ zum Vertriebsprozessverlauf beitragen würden. Das heißt, verwirrte Kunden kaufen nicht. Ja? Ist völlig egal, was deine Absicht ist, wenn du was besser machen willst oder sonst irgendwas, ist egal. Der Kunde ist verwirrt, er wird nicht kaufen, ganz einfach. Und schon gar nicht bei höheren Beträgen. Das heißt, hier halt immer aufpassen, was ich quasi, desto weiter fortgeschritten das Ganze ist, desto mehr Ratschlag nochmal holen, das wird nochmal absichern. Auch in so unserem Coaching und Consulting letztendlich auch immer wieder rückfragen, bitte nochmal, bevor dieser Call stattfindet, dass wir nochmal gemeinsam Vorgespräche haben können und dann auch nochmal gemeinsam Nachgespräche. Und das ist eben so wichtig. Das bieten wir eben an bei Client Marketing, dass wir sagen wir mal immer im Vorgespräch und dann nochmal Nachgespräche. Und teilweise sind wir auch in den Calls noch zusammen mit drin. Und das können halt andere die nicht leisten, weil die halt einfach super maximal skalieren. Und die könnten ja gar nicht, also ein Coach XY mit 5000 Coaches, na, da kann ja nicht in diesen ganzen Calls alle selber mit drin sein. Und vielleicht hat er vielleicht dann irgendwie 20 Mitarbeiter und selbst die könnten es nicht bei 5000 Coaches. Ja, das sind also so maximal skalierbare Coaching-Modelle. Wo ich ja aktuell keins davon habe, hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Wenn man da einfach was lernt, mitnimmt, kann man es auch machen. Ich habe davon auch schon einige gekauft in der Vergangenheit, um einfach mal zu sehen, wie es da so aussieht. Ich habe halt dort auch in diesen Coaching-Modellen, die wohl 3.000, 4.000, 5.000 Coaches drin sind oder auch 3.000, 4.000, 500 teilweise, immer wieder auch Softwareentwickler gesehen, unterschiedlichster Formate, die einfach damit nicht zurechtkommen. Also, wo man sich quasi mal gesagt haben, okay, ich habe jetzt hier nicht so arg viel mitbekommen, also mir hat das meine Probleme nicht so sehr gelöst. Es sind vielleicht andere Leute drin, sagen wir mal irgendwie so Google-Ads-Agenturen und so weiter, die können mit diesem Massen-Coaching-Programm vielleicht viel mehr anfangen. Ja? Also ich sage nicht, es ist immer irgendwie was schlecht oder gut, sondern es ist immer situativ bedingt. Ja, muss man immer schauen, okay, auf was ist dein Geschäftsmodell und dann passt halt eben dieses oder jenes Coaching mehr oder weniger. Ja, ganz einfach. Ja, also nochmal das dazu. Ich bin grundsätzlich immer für alles offen, auch Rückfragen, Gespräche, Kommentare und so weiter auf YouTube. Aber generell nochmal zusammenfassend, es ist super wichtig, dass du dir dessen im Klaren bist, dass wenn du bist weiter fortgeschritten, du bist im Vertriebsprozess, also quasi dein Funnel, ja, schon weiter unten bist, du die Fehler, die du da machst, ja, sich massiv potenzieren, ja, auf 10, Faktor 10, 20 und noch mehr. Ja, wenn du jetzt davon ausgehst, dass du Conversion-Raten hast von 10% und dann nochmal 50% oder sowas, dann bist du schon bei Faktor 20 fast. Wenn du beim Zweitgespräch irgendwie einen Fehler machst und das Ding vergeigen solltest, sodass einfach kein Abschluss dabei kommt. Nochmal ganz kurz, wenn du, sagen wir mal, generell irgendwelche Probleme hast mit Cashflow und solche Sachen, ja, also gelten sowieso nur zwei Dinge. Ne? Also letztendlich Termine generieren und Termine abschließen. Ja? Also letztendlich alles andere ist sowieso erstmal Banane und nicht wichtig. Ja? Klar musst du Delivery machen. Ist ja klar, ne? Aber das setzt halt einfach voraus. Ne? Also wenn du quasi null Delivery-fähig bist, dann stellt sich die Frage, okay, warum bist du überhaupt selbstständig? Ist halt auch wieder eine Frage, die man dann beantworten könnte. Ist aber halt aber auch ein Henne-Ei-Prinzip-Spiel, ja, weil da muss jeder durch und da gibt es keinen, der das eben nicht hatte mal. Ja? Also es gibt keinen, dem wurde irgendwie ein 20-Mann-Team hingesetzt und dann hieß es, okay, jetzt machen wir Kundengewinnung. Oder andersrum, es gibt keinen, wo 20 Kunden gesetzt wurde und dann hieß es, okay, die warten jetzt so lange, bis du mit deinen 20 Leuten Mitarbeitergewinnung fertig bist. Sondern jeder Unternehmer, jeder Freelancer muss da eben durch, egal zu welchem Scale, egal zu welcher Größe. Ja, und jeder Unternehmer hat auch seine Daseinsberechtigung. Nochmal,
Auch die großen Coachings haben irgendwie ihre Daseinsberechtigung. Es scheinen ja einige damit zurechtzukommen. Ist auch die kleinen Unternehmer, auch die kleinen Coaches. Also jeder hat die Daseinsberechtigung. Ja, der Tante-Emma-Laden um die Ecke gibt es leider immer weniger, aber der hat seine Daseinsberechtigung. Der bedeckt einen ganzen bestimmten Markt ab. Ja, Leute gehen ja einfach gerne einkaufen, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Der Edeka, wie der Aldi, der und so weiter. Ne? Ja, und das ist halt letztendlich auch in den ganzen Trend auch dieser der Homogenisierung. Ne? Also es wird jetzt nur noch bei Amazon alles gekauft und verkauft zum Beispiel oder sowas. Ja, ist insgesamt ja gesellschaftsschädigend. Ja, das muss man einfach so sagen. Okay. Also es geht einfach immer nur darum, okay, irgendwie wir sind die alleinigen Herrscher. Ja, und das hat in der Menschheit noch nie wirklich lange funktioniert, muss man so sagen. Ja, also so das Römische Reich hat dann einigermaßen lange funktioniert, aber es ist nicht ein Modell, das in sich kohärent und gesund ist. Ja, okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein und ciao.